seitens guckt man, wo ist dann LeBlanc und Zed. Zed, wie schon angesprochen, Nuke Ducks, ja. Absoluter Lieblingschamp. Generell Assassins, sehr, sehr beliebter. Ja, die Midlane wird immer ein Stück weit beschnitten werden. Da ist auch wenig Kreativität dann am Start, muss dazu sagen. Ich bin gespannt, ob Ahri draußen ist. Wir spielen mich auf den aktuellsten Patch, auf den 5-3er. Das bedeutet, einige haben einen Nerf erfahren, unter anderem Kha'Zix'Dien und auch die Ahri sind etwas schwächer dabei. Ich denke aber, die Kha'Zix'Dien-Mechanics sind immer noch zu stark, dass man wirklich die... Ja, wurde auch hier noch gebannt. Den Nerf so ein kleines bisschen... Ja, wurde sogar rausgenommen. Also es ist halt wirklich... Also man fokussiert immer noch stark. Komplett Rocket. Komplett sehr Nuke Duck, meine ich natürlich. Man fokussiert einfach Rocket. Mit dem Kopfmangus war Rocket-Fokus extrem ungewöhnlich. Super clever. Nein, aber... Kha'Zix'Dien natürlich für beide Lanes möglich. Overpoint stellt sich jetzt hier auch eben für den anderen Flexpick, den man auf beiden Lanes spielen kann, und zwar die Lissandra. Ist ein super starker Champion, hat aber auch Counter, also ist halt nicht unmöglich zu besiegen. Problem bei Lissandra First Pick ist halt nur, kommt man gut, weiß nicht, ist das jetzt Midlane Lissandra, ist das Toplane Lissandra? Nuke Duck zwar jetzt nicht der Lissandra-Spieler schlechthin, aber trotzdem ist es halt ein Fragezeichen. Und wie du schon erwähnt hast, man entscheidet sich trotzdem für die Ahri. Wow, das ist mutig. Mutig, aber vor allem als First Pick. Nope. Muss man mal schauen, wie man einfach jetzt mit dem Champion klarkommen möchte. Wie gesagt, einige Schadenswerte sind zurückgegangen und das ist okay, ist handelbar. Wir haben halt, wie gesagt, Charaktere gesehen, die kaputt genervt wurden angeblich und trotzdem noch Effektivität mitbringen. Nur ist die Frage, was macht Airwax? Nidalee zum Beispiel ist noch am Start, sie aber auch, wie gesagt, ein kleines bisschen angepasst worden. Bin gespannt, was er da nun machen wird. Entscheidet sich aber anscheinend für den Jarvan, der, wie gesagt, immer noch einer der effizientesten Jungler ist. Er hat einfach alles. Ja, und passt halt auch einfach in jedes Matchup. Corki hier Insta-Lock, also Graves ist offen, wird da überhaupt nicht gezögert. Man nimmt Corki Morgana. Könnte natürlich auch noch eine Morgana Toplane sein, haben wir jetzt in letzter Zeit relativ häufig gesehen. Ich gehe aber davon aus, dass das die Morgana Support sein wird. Bleibt aber abzuwarten. Corki Morgana prinzipiell eine Lane, die halt, wenn das Binding trifft, super viel Burst hat und All-In-Potenzial. Sollte man aber in der Lage sein, sich mobiler AD-Carries, wie zum Beispiel in Graves, wie in Lucian zu sichern, dann hat man eigentlich die Chance, diese 2 gegen 2 Lane sehr, sehr stark unter Druck zu setzen, denn man kann fast den kompletten Schaden von beiden Champions, Pre-6 zumindest, ausweichen. Die Phosphorbombe und das Binding, das sind halt beides relativ langsame Zauber, die man da mit so einem Dash zum Beispiel von Lucian ziemlich leicht einfach aus dem Weg gehen kann. Wobei, wenn das Binding sitzt, ist halt katastrophal. Das ist wirklich also sehr, sehr schlimm. Dann trifft halt auch der Rest und dann muss man immer vorsichtig sein. Zumal Morgana ja noch mit... Also es ist quasi stark belohnt, wenn man eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit hat und entsprechend mit den Schilden gut arbeitet. Man ist zwar fast nutzlos gegen Jarvan, aber auf jeden Fall vor Level 6. Freeze liebt Draven. Ja, hab ich ihm beigebracht. Hast du ihm offiziell beigebracht? Du hast ihm aber nicht gesagt, dass er auch den Kill kriegen muss, um die Passive auszulösen. Das war in einigen Spielen das Problem. Ist er hat eine Million Stacks gehabt. Riskant gegen Lissandra Morgana quasi Draven zu picken, weil... Wenn Morgana mit dem Black Shield und der Ult reinflasht, dann bleibt ihm einfach nichts anderes übrig, als auch rauszuflashen. Hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt hier nicht gegen den Jarvan spielen muss. Jarvan ist so mit der schlimmste Jungler für Draven überhaupt. Yep. Aber es ist mutig auf jeden Fall. Sie haben hier noch 2 offene Picks, das heißt, sie können noch 2 wirklich sehr, sehr starke Counter zu Draven picken. Aber bleibt halt abzuwarten, ob man sich wirklich auf diesen Draven versteifen will. Sieht nicht danach aus, es sind eigentlich 2 Champs, die sehr, sehr angenehm für Draven sind. Man entscheidet sich also für den Ezreal in Mitte. Wow. Und die Nidalee im Jungle. Das heißt, es ist Morgana Support und Lissandra Toplane. Ezreal in der Mitte haben wir in der asiatischen Ligen sehr häufig gesehen. Sei es die koreanische oder die chinesische Szene. Der Faker hat mit Ezreal wirklich wahre Wunder vollbracht, was die Midlane angeht. Auch es gab unterschiedliche Varianten. Hauptsächlich wurde aber auf die Träne gespielt. Dauert also 100 Jahre, bis er effizient ist. Dann ist er aber halt richtig abgegangen, weil du hast den Vorteil des massiven Schadensoutputs, was den normalen Schaden angeht. Und finde ich eine interessante Lösung. Ist auch gegen Ahri mobil. Und ja, wenn sie ihre Spells nicht trifft, dann hat er natürlich den Vorteil, über die Auto-Attacks zu kommen. Ja. Gerade gegen so mittelmäßige Ranged Midlaner, sowas wie eine Ahri, ein Kha'Zix'Dien, also die halt nah rankommen müssen, die er mit den Auto-Attacks sehr, sehr unter Druck setzen kann. Das ist erst für eine gute Entscheidung. Was ich nochmal zum Faker-Playstil anmerken möchte, ganz besonders bei ihm ist, was eigentlich kein anderer Ezreal mit dem momentan macht, er benutzt die Ulti aktiv, um die anderen Lanes zu poken. Ja. Das sieht einfach aus, er sieht, okay, er drückt Ult, trifft, aber man muss immer überlegen, auf einer ganz normalen Lane, wenn man sich jetzt mal kurz vor Augen legt, wie oft man sich da hin und her bewegt und er hat wirklich eine enorm hohe Trefferrate bei der Ult und setzt dann halt einfach die Lanes unter Druck und ermöglicht da dann sogar All-Ins. Wenn man das halt richtig koordiniert, zum Beispiel da die Leona-Ult halt richtig setzt zusammen mit der Ezreal-Ult, dann ist das schon sehr, sehr viel Schaden und fast schon eine Free-Kill. Also das kann extrem effektiv sein, ist aber auch sehr, sehr schwer umzusetzen. Ich finde es interessant, dass er sich hier auch für den Heal entscheidet. Viele Ezreal in der Mitte benutzen auch Ignite einfach, um mehr Kill-Pressure im Early-Game zu haben.
Ist auch jetzt nicht der enormste Burst von den Kopman Movies da. Prinzipiell will man sich in der Mitte ja für Heal entscheiden, wenn man gegen sowas wie zum Beispiel eine Syndra oder so mit One-Shot-Potenzial spielt. Aber er will halt einfach passiv wahrscheinlich die Träne so schnell wie möglich hochfarmen und hat sich deswegen dann eben für den Heal entschieden. Heal selber bietet ja auch die Möglichkeit, bei Ganks erfolgreicher dastehen. Du kannst halt deinen Jungler mitheilen. Beide kann Ahri nicht anzünden. Das ist ebenfalls ein kleiner Vorteil dieses Spells. Ich persönlich muss sagen, also es ist halt beides möglich. Das Entzünden ist halt wirklich nützlich, um, wie du es gesagt hast, nochmal die Killrate so ein Stück weit zu erhöhen. Aber da Ezreal ohnehin halt dann später über die Auto-Attacks kommt, ist er auch nicht gezwungen, wie andere Mitlehner hinterher zu flashen, noch ein Auto-Attack und das Ignite zu verpassen, um wirklich den Kill zu garantieren. Er erschießt dich einfach. Oder ja. Laser dich, was auch immer er da abfeuert. Kommt auch auf den Skin wahrscheinlich drauf an. Und er hat den Debonair Ezreal. Also benutze ich auch momentan. Das ist ziemlich nett. Macht am meisten Schaden, habe ich gehört. Ja. Ist früher Pulsfeuer gewesen, war ja früher Pulsfeuer, eher der Late-Game-Skin, macht mehr schon im Late-Game und diese Standard-Skins machen im Early-Game ein bisschen mehr schon durch die Auto-Attacks. Hat sich jetzt nach den Bugfixes ein bisschen verändert und sollte jetzt wieder ausgeglichen sein. Sollte wieder ausgeglichen sein, fantastisch. Der letzte Pick, auf den wir nicht ganz eingegangen sind, ist jetzt der Maokai, immer noch sehr, sehr flexibel. Finde ich eine ganz gute Variante gegen die Syndra, denn sie neigt dazu, doch ihre Qs zu spammen. Das heißt, er kann sich mit seinen Auto-Attacks wiederherstellen und man hat jetzt halt die Double-Tank-Frontline mit dem Jarvan, der natürlich über die Items kommt, aber der Maokai, der ist von Natur aus wirklich relativ kräftig. Ich bin gespannt, wie sich, wie gesagt, der Draven macht. Du hast gemeint, dass er Probleme bekommt gegen Morgana, allein schon durch die Seelenfesseln an sich. Die Eröffnung wird zu Schmerzen führen. Und vor allen Dingen hat sich Vendor für das Erschöpfen entschieden, das heißt, er verdient nochmal. So also es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden für Freeze auf der 2 gegen 2 den Lasson-Kill zu setzen, denn wie du schon erwähnt hast, man hat das Exhaust. Das Binding ist relativ direkt auf Draven zu setzen, denn man sieht ja, wo die Äxte hinkommen. Das heißt, Draven hat die Möglichkeit, ich fange die Axt, riskiere gebeinet zu werden oder ich lasse die Axt fallen. Und die Axt fallen lassen ist immer sehr, sehr ungünstig. Manchmal muss man das aber einfach machen. Wiederum hat man dann eben auch die Möglichkeit, wenn das Binding nicht trifft, diese Aggression von Rocket ist dann komplett weg quasi. Das heißt, der Draven kann dann einfach mit seinem W immer wieder hinterher und einfach richtig, richtig gut traden. Und ich finde auch, Lulu ist immer noch einer der besten Supporter überhaupt für Draven. Bietet ihm halt alles, bietet ihm Mobility, bietet ihm Tankiness und den nötigen Druck im Early Game, um einfach ja, die frühe Phase zu überleben. Vor allen Dingen harmonieren die beiden auch deshalb, weil Lulu ja dafür sorgt, dass jemand länger lebt. Genau. Und Draven ist nun mal eine Kampfmaschine. So, er ist Draven ist einer der wenigen AD Carries, wo wirklich dieses Syndrom da ist. Alles klar, ich gebe auf, ich höre auf zu kiten, ich töte dich. Ja. So, ich renne nicht weg, ich kill dich einfach, weil er gar keine andere Wahl hat. Er kann sich natürlich ein bisschen beschleunigen, das ist aber minimalistisch. Und gerade wenn Jankos in der Lage ist, ihm hinterher zu jagen, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach umdrehen und ihn platt machen. Da sogar die Mechanik möglich, die Nidalee kann er einen ja markieren und dann aus 100 Kilometern anspringen. Und der Schaden, gerade in dem Takedown, ist astronomisch hoch. Ein Draven kann seine Äxte werfen, also dieses beiseite stoßen und sie in der Luft abfangen. Und den Schaden sogar negieren. Genau, der Schaden verschwindet komplett. Takedown ist wahrscheinlich dann nicht mal in Reichweite. Ja. Und du bist als Katze tot, weil du nichts aushältst. Genau, man hat sich jetzt hier trotzdem für den Lanesweep entschieden, auf beiden Seiten aber. Also bin mir jetzt nicht sicher, wer den hier initiiert hat. Wenn ich schätzen müsste, dann würde ich fast Kopman Wolf sein, wenn man halt Draven einfach sicher über die Landing Phase bringen will. Rocket hat dann hier eben geantwortet. Wanda hat interessanterweise den Red Buff bekommen. Also sie haben hier zusammen den Gegner Jungle invadet. Ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt war, dass man hier dem Jungler den Buff verwehrt. Nichtsdestotrotz wird er damit in der Lane auch nicht allzu viel anfangen können, denke ich. Denn Morgana ist jetzt nicht der Champ, der so viele Auto-Attacks setzt. Erst recht nicht gegen so eine aggressive Lane wie Draven Lulu. Airwax hier aber trotzdem aggressiv. Ja, muss den Red Buff mitnehmen. Ja. Er hat seinen eigenen verloren, hat das offensichtlich beobachten können. Und das ist halt sehr, sehr irritierend. Wir haben Nidalee-Spieler gesehen, die einfach es geschafft haben, die beiden Camps, die sie ihren eigenen nennen, super schnell zu erledigen und dann zu Counter-Junglen. Jetzt hat er mit dem Counter-Junglen begonnen und kommt nicht hinterher. Also er konnte noch nicht mal das Potenzial, was Nidalee hat, beim Counter-Junglen ausnutzen. Botlane wird jetzt hier noch gegankt. Overpower muss auch. Hat die Kralle bereits draußen. Das ist natürlich sehr ungünstig. Youngbug würde sofort aggressiv. Kann ihn hochwerfen. Standarte. Hat wegen dem Flash nicht getroffen. Standard-Kombo, dass man da sich rausbegibt. Aber die hat die Kralle, ne? Wenn man die zum Farmen benutzt, GG. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo der Gegner-Jungle ist. Ich finde es auch extrem ungewöhnlich, dass man eben den Red Buff invadet, dann aber selbst seinen eigenen Buff überhaupt nicht covert, weil das ist ja im Prinzip das Minimalistischste, was man überhaupt machen kann als Jungler. Okay, mein Buff ist weg, dann gehe ich zum Gegner-Buff. Das ist halt sehr, sehr offensichtlich quasi und dem will man eigentlich irgendwie entgegensetzen. Und die Karre gibt auf. Ja, die macht nicht. Die überlebt nicht lange. Die hat sich nicht mal bewegt. So.
Katze markiert, tödlich. Jankos kommt jetzt hier nochmal über die Midlane. Soren, oh, gut schön gemacht. Ja. Das war wirklich stark. Wobei man sagen muss, das war der dünnste Speer, den ich je gesehen habe. Im Solo-Queue hätte der getroffen. Ja, der hätte mich auf der Botlane getroffen wahrscheinlich. Ja. Jankos sieht jetzt erst, dass sein Redbuff weg ist. Also hat das anscheinend doch nicht antizipiert. Ich glaube aber, ja, der Hauptgrund war wirklich, dass er den Redbuff da nicht bekommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie gewollt war. War wahrscheinlich dann die Pfütze am Ende daran schuld. Hat ihn halt nochmal um einiges nach hinten gebracht. Man muss auch noch dazu sagen, du hast es ja erwähnt, Nidalee wurde in dem Patch ein bisschen genervt. Mit dem Nerf, oh, da sitzt das Binding, kriegt hier viel Schaden. Feine Intelligenz auch ganz gemacht. Moonlight, sehr, was macht Freestar? Also wirklich sehr aggressiv vorgegangen. Musste jetzt einfach nur Flash für das Erschöpfen. Also es ist ein sehr, sehr fairer Abtausch. Dass er getroffen wurde, ist ärgerlich. Und vor allem ein guter Schild von Vendor. Moonlight wurde nicht beiseite gestoßen. Ja. Aber wieso ist er weiter nach vorne? Ja, genau, man konnte eigentlich ganz gut trainen. Das sah fast nach einem Unentschieden aus. Hat sich dann entschieden, nochmal aggressiv reinzugehen. Hat sogar die Minion-Aggro bekommen. Also, ja, das war nicht so optimal. Und kein Flash auf Draven haben, das ist natürlich ärgerlich. Wobei Nidalee da jetzt nicht der schlimmste Jungler ist. Gegen so einen Jarvan, dann könntest du im Prinzip die nächsten 5 Minuten in der Basis bleiben. Ja. Hier hat er dann nochmal die Chance, dann eben, ja, einfach mit dem zur Seite stoßen, wie du schon erwähnt hast, den Gang zu überleben. Trotzdem ärgerlich. Ist jetzt hier farmtechnisch immer noch gleich auf, aber wird halt einiges an Druck jetzt mehr kriegen. Ist halt auch nur auf Hälfte Leben, hat seinen Potter benutzt, Woolite zwar auch, aber sieht etwas gesundes Overpower währenddessen, muss aufpassen, dass er nicht wieder die Kralle zum Farmen benutzt. Das Problem ist, hier muss man Schauspielern können. Youngbug friert die Lane ein. Das fällt Overpower sofort auf. Warum hält er plötzlich an? Warum pusht er mich nicht in den Turm, damit ich vielleicht vom Farm ja größere Probleme habe? Jetzt kommen die Combo leicht raus, Kralle ist schon da und er kann es auch verbinden. Hat es vom Timing her wirklich gut gemacht. Das Knock-Up, das Hochwerfen von Jarvan ist jetzt auch nicht das längste, wurde jetzt auch bestraft. Muss aber aufpassen, dass er nicht gedived wird. Hat kein Flash, hat Hälfte Leben und kein TP. Ja, er wird einiges verpassen. Also auch wenn es kein Kill war, hat es auf jeden Fall Overpower sehr wehgetan. Ja, Ward wurde jetzt nicht ausgeschaltet, wenn man eher den Dampf... Oh, das ist sehr, sehr gefährlich. Schild ist da draußen, dunkle Bindung hat ebenfalls nicht gesessen. Wander ist der mit der Aggro. Heal nur draußen. Und da hat man es ganz kurz gesehen, das Anspringen versucht zu verhindern. Mit dem beiseite stoßen. Wender auch nichts verloren, konnte da ganz normal aus der Tower-Aggro rauslaufen. Ärgerlich. Großer Druck aber von der Nidalee, die Dives versucht. Was aber bitter war, Freeze hat, wie du schon erwähnt hast, die Nidalee zur Seite gestoßen, damit aber auch den Schaden negiert, was heißt, dass Nidalee überhaupt keine Turm-Aggro bekommen hat. Sonst hätte sie da vielleicht sogar flashen müssen. War halt relativ, ich meine, man sieht, sie hat halt wenig Leben. Das heißt, wenn sie Turm-Aggro kriegt, dann muss sie da auch schnellstmöglich weg. Muss jetzt hier an Seiten von Freeze auch noch den Heal zünden, also... Botlane, beziehungsweise in dem Fall Toplane, läuft relativ gut für Rocket, der Gang. Oh, jetzt wurde er getroffen und man hat's gesehen, die Katze ist nicht auf die Stelle gelandet, wo Soren gerade war. Er konnte nochmal wegspringen und es entsteht halt null Schaden dabei. Ja. Trotzdem Ultimate provoziert und Nuketag wird das jetzt nicht hart bestrafen. Es ist halt immer noch ein Ezreal. So, gerade hier in der Midlane muss er die Ultimate treffen, sonst ist der Schaden einfach zu gering. Das auf jeden Fall. Also Ezreals Schaden ist in den ersten paar Leveln relativ hoch aufgrund der Auto-Attacks. Überlebt man diese allerdings, dann sieht man da eigentlich relativ wenig Aggression von so einem Ezreal. Gerade wenn man nicht mit Ignite spielt, hat man da wirklich wenig Killpotenzial vor Level 6, wie du schon erwähnt hast. Jungle-technisch sind beide immer noch absolut gleich auf. Nidalee mit fast doppelt so viel Farm interessanterweise dabei. Und ja, Airwakes auch bisher zwar viel Druck ausgeübt. Young macht deswegen jetzt hier auch 15 Farm Former. Also das tut Overpower auch einiges weh. Aber... killtechnisch halt beide noch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Ich bin gespannt, ob Rocket die Flashlosigkeit von Freeze jetzt hier noch irgendwie ausnutzen kann in Form eines Ganks. Wenn er sollte, bevor der Flash wieder dabei ist, eigentlich Level 6 werden. Das heißt, wir könnten eventuell diese Kombo, die ich vorhin angesprochen habe, sogar sehen mit der Flash-Seelenbindung quasi. Das musst du halt Wulheit nur aufpassen, dass er nicht irgendwie verlangsamt wird oder in einen Plüschtier verwandelt, weil Wender mit dem schwarzen Schild den Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass Unlimited in der Lage ist, ihn zu durchbrechen. Also er muss dann wirklich einiges landen. Hier kommt nochmal die Ulti für den Bluebuff. War knapp. Konnte natürlich nicht perfekt sehen, wie viel Leben das Geschöpf da hatte, aber von der Idee her macht er halt das genau wie Faker. Ne? Er versucht entweder zu poken oder wirklich die Ultimate. Also die Ultimate offensichtlich nicht dazu benutzen, um jemanden zu bedrohen, sondern um einfach nur nervig zu sein. Genau, weil es ist halt auch sehr, sehr schwer, wenn man eben auf der Lane ist und der Gegner sieht, dass du die Ult castest, dann ist es einfach ein Glücksspiel. Im Prinzip kannst du dann gar nicht bestimmen, ob der Gegner im Prinzip da reinläuft oder nicht, sondern das liegt halt einzeln auf schöner Dodge. Das hätte aber gar nicht mehr so viel Schaden bedeutet, denn Woolite hat ja seine Phosphorbombe bereits rausgehauen. Der Vorteil bei Draven ist halt, du kannst relativ sicher unterm Turm farmen, weil du halt so viel Grundschaden hast. Ja. Hat jetzt hier auch die Pickaxe schon, also Sheen gegen Pickaxe ist in einem längeren Trade relativ angenehm eigentlich für Freeze, aber in diesen kurzen... Das war wichtig. Aber das ist ja das Problem, ne? Es fliegen mehrere Geschosse durch die Gegend, von irgendwas wirst du getroffen, natürlich die dunkle Bindung tausendmal schlimmer. Ich denke, die Sheen-Variante hätte zuvor bei Freeze auch wehgetan.
Wenn er getroffen worden wäre von Vender, dann kriegst du halt wirklich diesen gefühlten doppelten Schaden, diesen künstlichen Crit ab. Und das ist nicht schön. Sind schon Airwakes dabei, nochmal die Raptoren zu machen. Die Frage ist, wird Nuketuck den mobsen? Na, jetzt zieht sich schon mal so ein bisschen raus. Wieder nicht vom Q getroffen werden. Das Witzige ist, Midlane halt noch nicht in der Basis gewesen. Sehr kurze Eröffnung auf der Botlane, Overpower. Ja, kommt da locker raus. Youngbug müsste da theoretisch geduldiger sein. Ja, aber trotzdem, er übt halt wieder sehr, sehr viel Druck auf. Zwingt dazu jetzt, dass Overpower in die Basis muss. Ermöglicht Airwakes deswegen jetzt hier, den Drachen anzufangen. Ist zwar nicht ganz so gesund dabei, also Youngbug muss ihm da auf jeden Fall helfen. Entscheidet sich jetzt auch dafür. Heißt natürlich, dass Overpower immerhin noch die Vasallen bekommt. Aber ich denke, für den ersten Drachen kann man das auf jeden Fall aufgeben. Und das ist einer der wenigen Spiele, in dem wir sehen, dass Youngbug wirklich dominant auf der Lane ist. Zwar mit sehr, sehr viel Hilfe von Airwakes, aber vielleicht ist das genau die Taktik, die Copenhagen Wolves fahren muss. Youngbugs schwache Phase im Early Game mit dem Jungle überwinden, denn in den Teamfights hat er eigentlich bisher immer konstant überzeugen können. Seine Teleports sind absolut super, sehr, sehr schnell auch immer. Man sieht meistens Youngbug instant hinterher teleporten, entscheidet sich der andere Toplaner auch dafür. Von daher könnte das vielleicht sogar das Geheimrezept von Copenhagen Wolves sein, was sie jetzt hier so lange gesucht haben. Ist ja die Frage, ob man einen starken Spieler weiter pusht oder einen etwas gefährdeteren stärkt. Und aktuell funktioniert es. Maokite ist auch keine schlechte Skalierung. Er erfüllt halt mehr als seine Aufgabe. Das ist halt wichtig für ihn. Er ist einfach das tanky Monster. Und dazu braucht man aber auch seine Gegenstände. Und da ist er auf einem guten Weg. Er hat wesentlich mehr Farm als Overpower. Da ist wirklich der Stress von Airwakes bisher in Anführungszeichen lohnenswert. Klar haben wir hier ein sehr verhaltenes Spiel. Keine Kills, kein nichts. Auch wenn Flashes provoziert werden, wird das Ganze nur milde genutzt. Und bin da gespannt, wie dann die Kollegen hier weitermachen, wer hier das erste Blut mehr oder weniger kassiert. In der Mitte merken wir auch, Nuketuck hat bereits schon sein Mana-Mune am Start. Das heißt, jetzt geht auch das Stacken ein bisschen schneller. Ja, also wenn man so früh das Mana-Mune wirklich hat, dann sollte so, naja, Minute 17, 18 das Muramana vollendet sein. Und das ist halt schon ein extremer Power-Spike. Am stärksten ist erst für die Mitte meistens, wenn er diese Muramana-Trinity-Force-Kombination hat, dann zieht so ein Kuh wirklich schon mal ein Viertel Leben bei einem Squishy ab. Das ist halt schon ziemlich brutal. Zusammen mit der Kombination aus Nidalee Morgana kann das wirklich wehtun. Sie haben hier generell eine sehr, sehr poke-lastige Kombination. Airwakes muss aufpassen. Oh, er geht hier über die Seelenfesseln. Airwakes hat aber noch das Fleisch zur Verfügung. Teleport ist jetzt auch am Start. Wender wird man jetzt hier definitiv noch bestrafen können. Kataklösen, Airwakes komplett ausgerastet. Youngbug jetzt hier gut dabei. Nuketuck hier zum Flash gezwungen. Ah, knappe Sache. Airwakes, glaube ich, ein bisschen überreagiert mit dem Cataclysm. Hätte man vielleicht für eine spätere Situation noch aussparen können. Aber du hast es erwähnt. Youngbugs Teleports on point. Bringt hier sogar einen Turm. Ja, also der Turm geht auf jeden Fall down. Könnte jetzt sich vielleicht nehmen. Man entscheidet sich auf jeden Fall nicht weiterzumachen. Youngbug muss schnellstmöglich auf die Botlane gehen. Verliert jetzt natürlich so ein bisschen seinen CS-Vorteil, den er sich erarbeitet hat. Aber ich denke, für einen Turm kann man das auf jeden Fall in Kauf nehmen. Youngbug ist hier aggressiv im Jungle unterwegs. Unlimited wird ihn spotten. Fraglich, ob er da irgendwas machen kann. Nee, man kann immerhin den Grom. Na, man kann nicht mal den Grom retten. Youngbug hier zwar jetzt auf Hälfte leben. Airwakes auch da. Also, ich glaube, ein Tower Dive wäre ein bisschen riskant. Aber Youngbug entscheidet sich zurückzugehen. Oh, sehr, sehr viel Schaden, der dabei rüberkommt. Man kann 1:1 bisher tauschen. Aber wenn Wulai draufgehen sollte, würde sich das lohnen. Bekommt jetzt hier den Black Sheet Freeze. Und von der anderen Seite. Schön gemacht, Pathfind. Der Geldregen. 400 Gold. Nur durch die Passive hier halten. Und der Soren. Der wird nicht gestorben. Sehr, sehr schön gemacht. Überlebt das Ganze noch. Wenn da jetzt allein, aber ihn will man nicht diven. Der Mana-Pool auf allen Charakteren etwas gering aktuell. Aber Copenhagen Wolves. Wirklich schön gemacht. Vor allem aggressiv in deren Jungle blieben. Und da merkt man auch, Nidalee hält gar nichts aus. Das ist wirklich aus Papier. Ja. Man hat noch nicht damit gerechnet, dass Unlimited, beziehungsweise dass Syrin da mit der Ahri auf Kreuz Wulite hier auch gecharmt worden, kriegt super viel Schaden und wir sehen es, Freeze aggressiv reinflashen. Flash ist für Draven ein Engage-Tool, kein Disengage-Tool, kann sich den Double-Kill sichern und jetzt ist er richtig gut im Spiel, hat da super viel Gold gesehen. Ich glaube so 500 Gold knapp müssten es gewesen sein. Ja, er hat nochmal 56 bekommen. Man bekommt ja 50 Grundgold einfach, wenn man jemanden killt, auch ohne Stacks und das heißt halt Instant BF plus Brutalizer, das tut jetzt richtig weh, also jetzt muss Wulite aufpassen und ich glaube, das war vielleicht sogar das, was Copenhagen Wolves jetzt hier gebraucht hat, um zurück ins Spiel zu kommen. 3000 Gold Unterschied jetzt schon. Also bis jetzt sieht alles sehr, sehr gut für Copenhagen Wolves aus. Das Ding vor allen Dingen ist mit dem Draven. Warum geht er auf den Brutalisierer? Warum packt er den dazwischen? Weil man inzwischen als Draven sich für den Yumus meistens entscheidet, einfach um dieses Trade-Potenzial noch mehr zu ermöglichen. Denn Phantom Dancer und Static sind halt beide sehr, sehr Auto-Attack bzw. Attack-Speed-lastig. Und das ist auf Draven nicht unbedingt nötig. Wulite sollte hier schon sehr früh die Kombo. Jetzt kommt das Cataclysm her. 3,5 Sekunden hat das Team jetzt Zeit. Schöne Kombo hier nochmal mit der Lulu. Oh, Airwakes. Alles klar, ich nehme den Kill. Warum soll ich den abgeben? Wulite aber interessanterweise, bevor das Cataclysm ausgelaufen ist, einfach durchgelaufen. Kann man das auch mal interessant. Irgendwann, der Propeller, irgendwann sägt er sich da durch.
Das war, oder das MG mehr oder weniger. Interessante Mechanik diesbezüglich. Aber die Wolves, also sie sehen ja wirklich sehr, sehr gut aus. Was ist mit Rocket los? Na, ist es der Komposition geschuldet, gerade weil Nuketag erst später zündet und sich gerade null beteiligt? Momentan ist das wirklich der Hauptgrund. Wir haben es ja gesehen, eben Sören der Grund gewesen, warum man sich dann den Triple Kill holen konnte, warum man den Mitteturm gekriegt hat. Das sind halt 3000, 2000 Gold, die jetzt einfach auf Seiten von Command Wolves sind, ohne dass Nuketag da halt irgendwas machen kann. Er kann nichts dafür, weil sein Champion momentan einfach schwach ist. Aber in der Champions League hätte man dann eventuell was anderes nehmen sollen. Oder aber man darf diese Aggression nicht wagen. Man hätte jetzt hier einfach, ich meine, wenn man sich überlegt, warum das zustande gekommen ist, weil Jankos den Gromp wollte. Also wegen einem Jungle Creep hat man jetzt hier 3 Kills, einen Double Kill an Draven und einen Turm verloren. Youngbug jetzt hier, oh, er muss lange durchhalten. Freeze ist auf dem Weg, aber wow. Es war halt wirklich die sicherste Variante nochmal mit dem W und mit dem Flash. Das denke ich okay. Sehen wir schon, dass der Rest zurückgeht. Man wird jetzt hier die Lane wieder in ihren Ausgangszustand mehr oder weniger herstellen. Das denke ich ganz, ganz angenehm für Freeze, weil er jetzt wieder eine normale Lane-Situation hat. Der Turm ist schön nah dran. Er kann wieder sich auf den Farm fixieren, denn da ist er aktuell noch gleich, aber die Kills, die machen es halt aus. Also jeder Kampf ist ultra ungleich zwischen den beiden Botlanes hier. Genau, und wie du schon erwähnt hast, Draven ist halt ein Kämpfer. Das heißt, jede Sekunde, die er länger überlebt, macht er prozentual mehr Schaden als der gegnerische AD-Carry. Und da ist Lulu halt einfach der perfekte Support dafür. Und das ist auch das Problem an Rockets Teamkomposition. Sie haben nichts, um Draven im Teamkampf wirklich rauszunehmen, bis auf die Lissandra. Und momentan ist Lissandra in keiner Position, um Draven one-shotten zu können. Eryx kriegt hier einiges an Schaden, wird aber einfach ja, rausspringen hier, verliert Hälfte Leben, ist nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Und Unlimited nimmt den Ping. Die Wards riesengroß. Ja, ist bekannt aus dem Solo-Queue. Nimmt man jetzt hier noch ganz gut mit. Du hast es ganz kurz erwähnt. Lissandra hat ja den Vorteil, ihn wirklich so ein, als Einzige so wirklich komplett zu zerstören und wenigstens lang genug festzuhalten. Würde er sich deshalb eventuell früher für die Schärpe entscheiden? Könnte eventuell der Fall sein. Ich denke, das wird er dann nach dem ersten richtigen Kampf entscheiden. Denn jedes Spiel ist individuell. Prinzipiell gegen Lissandra ist natürlich QSS eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber momentan glaube ich nicht, dass Overpower in der Lage sein wird, überhaupt dazu zu engagen. Denn selbst wenn er Freeze, wie schon erwähnt, ulten kann, dann ist da einfach nicht genug Verfolgung von seinem Team. Natürlich, da kann die S-Ulti kommen, da kann vielleicht eine Phosphorbombe von Corki kommen oder so. Ja, wir sehen es hier nochmal, macht gut Schaden auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, um Freeze wirklich zu töten. Vor allem erst recht nicht mit der Lulu-Ulti, mit dem Lulu-Schild und der relativ starken Frontline von Kopman muss. Ich glaube, sich da einfach wirklich für diese Combat-Stats, vielleicht sogar für den BT, um einfach noch ein bisschen tankier zu sein, zu entscheiden, ist da die bessere Variante. Außerdem, er kann beides gehen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er noch Unlimited hat. Ja. Das war eine knappe Geschichte. Weil Unlimited wird ebenfalls noch in der Lage sein, ihn ja ordentlich Leben zu geben und einfach zu das überstehen. Und er hat sogar die Wahl. Mach ich es vielleicht auf Maokai, mach ich es auf Airwakes wie zuvor, da kommst du ja gar nicht weg. Ne? Du wirst ja verlangsamt, wenn du neben dem Baum, beziehungsweise neben dem Ritter der Tugend ist. Und das ist eine schwierige Sache für Rocket. Ich finde die Komposition, wie gesagt, von Kopman Groves dahingehend sehr, sehr schön. Oh, er kommt sogar noch raus. Mit der, das ist halt bitter. Das sah irritierend aus. War da noch gesnärt? Er war in der volle Wucht gesnärt. Wegzugehen. Also, ja, hätte eventuell den Tod da bedeutet, aber das hätte auch schlimm für Rocket ausgehen können, denn das gesamte Team von Kopman Wolves, beziehungsweise Freeze, der ja quasi jetzt schon ein halbes Team alleine ist mit den Items, war da auf jeden Fall da. Overpower schon wieder so ist die Schale draußen. Er kann jetzt auch nicht zurück. Wird sich hier nochmal festhalten können, ist ja die Frage, ob man noch eine zweite Rotation schafft. Muss die Ulti defensiv verwenden? Ich denke, das ist für Youngbug mehr als genug gerade. Und da sieht man, wie effektiv der Baum ist, weil der Grundschaden ist sehr, sehr hoch. Bereits mit dem Stab der Zeitalter ist man in der Lage, wirklich die Vasallenwellen im Nullkomma nicht zu vernichten. Ja, und er ist halt super gut im Spiel. Normalerweise hat man ja bei Maokai den Nachteil, dass man eben durch einen Lane-Swap ordentlich geschwächt wird. Wenn man aber in der Lage ist, Maokai als Antwort auf einen Toplaner zu picken, wie es hier der Fall war, und dann auch noch die 1 gegen 1 Lane zu bestreiten, dann ist man im Midgame einfach super stark. World of Ages ist so ein starkes Grunditem auf Maokai und der wird auf jeden Fall einige Probleme hier für die Backline von Rocket bereiten. Schöne Wortpositionierung. Command Wolves ist so super aggressiv in dem Jungle. Es macht noch einen psychisch fertig, wenn man eigentlich selbst den Charakter hat, der gut counter und jungeln kann. Da muss jetzt Jankos gut aufpassen, weil mit deiner Nidalee zu verteidigen ist um einiges unangenehmer, als mit ihr der Aggressor zu sein. Airwax wie Schaden kassiert, das gleiche gilt aber für Wender. Overpower kann nur Angst einjagen. Sieht er schon, das Erschöpfen ist draußen. Hat er doch zu viel Respekt. Ulti aufladen und kommen jetzt hier links und rechts durch. Man hat den Turm zumindest halbieren können. Oh, bin mir nicht sicher. Oh Gott. Jetzt wirklich den Gromp gestohlen. Nicht den Gromp, den Krug gestohlen. Mit dem Speer. Er wollte sich so nicht da vorstellen. Aber ja knapp.
Ah, wäre, glaube ich, auch etwas riskanter gewesen, hätte da ein bisschen mehr Schaden kassiert. Aber wir sehen es halt, wenn Maoka in der Lage ist, einfach vor seinem Team zu stehen, dann hat Rocket keine Antwort momentan. Er kann die Speere blocken, er kann die Ult von Ezreal sehr, sehr schwach machen für seine Backline. Er kann einfach die Combo von Rocket momentan komplett außer Gefecht setzen. Deswegen denke ich, dass der Maoka-Pick wirklich eine richtig gute Entscheidung war. Generell gegen Poe-klassige Teamkomposition, da willst du einfach so viel Frontline wie möglich haben. Einfach ein Tank, am besten sogar noch zwei Tanks, die halt auch noch Schaden negieren können und Sustain haben. Und das hat halt Maoka im Prinzip alles. Ja. Deswegen war das hier wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung und die macht sich bis jetzt auf jeden Fall bezahlt. Zumal auch bei Rocket überhaupt kein Tank ist. Also wirklich niemand. Ja. Kann einfach nur einer direkten Eröffnung standhalten. Man merkt es halt, dass Kopenhagen Wolves diese Tatsache versucht, links und rechts auszunutzen. Positionieren sich halt, wie gesagt. Es sah jetzt ganz leicht nach einem Zangenmanöver aus. Soren war auch schon von der oberen Seite zu sehen. Man verteilt sich nun aber, farmt so gut es geht. Wie gesagt, die Drachen sind aktuell auf Kopenhagens Seite, bezogen auf die Anzahl. Und die nächsten werden sich, denke ich, auch nicht nehmen lassen und sind dafür eigentlich so gut vorbereitet. Stundenglas für Soren ist schon fertig. Ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, jetzt schon Stundenglas sogar, anstatt aufs Rabadon zu gehen? Ist das so bedroht? Die sichere Variante, genau das würde ich eigentlich nicht sagen, denn wir haben nur die Lissandra Ult als Lockdown. Und die braucht man für Freeze. Genau, wenn man die eben auf Soren benutzt, im Prinzip sollte er mit dem Rabadons einfach nur, natürlich hat er dann nicht mehr Schaden, aber mit dem Rabadons sollte er auch einfach nur zeigen, hey, ulte mich bitte, damit Freeze freie Bahn hat quasi. No. Das heißt, im Prinzip wäre Rabadons da auf jeden Fall logischer gewesen, aber ich denke, der hat sich trotzdem auf jeden Fall was dabei gedacht. Ist halt sicher, und wenn man vorne ist, dann ist sicher spielen immer keine schlechte Entscheidung. Ja, no. Blue Buff, also apropos sicher spielen, ne? Blue Buff Mobsen, auf jeden Fall nicht die sicherste Variante mit Unlimited und mit Sorens Grundmobilität ist das hier aber kein Problem, wird auch Rocket dahingehend stören. Airwix bereits die Combo draußen, hat sich auch von gar nichts treffen lassen. Scripted Jarvan kommt da hier ganz gut weg. Nun aber wieder die Aggression zur Botlane. Sie versuchen erneut, zuvor haben sie die Hälfte des Lebens runtergedrückt, jetzt ist die andere Hälfte dran. Ja, und Draven kann hier schon sehr, sehr viel zu... Der wurde einfach komplett veralbert. Airwix geht da dran vorbei und er stand da nur da. Konnte wenig machen, außer ihn einfach nur blind zu ulten. Das könnte ihn sogar jetzt eventuell zum Problem werden, wenn er nebenbei mitgenommen. Wieder leichter Gold. Na, nee, doch kein Goldregen. Airwix hat den Kill bekommen. Schön gemacht von Unlimited. Ihm nochmal das Leben gerettet. Youngbug nun sehr, sehr weit vorne. Nuketag mit großen Problemen. Soren auch weich. Hat sich davon viel magischen Schaden treffen lassen. Über das Rocket ganz einfach nach wie vor verfügt. Aber, also ich muss sagen, der Frozen Thump von Overpower war ein bisschen... Sinnlos. War einfach, erschien ihm wirklich einfach nur so als, bist du gerade an mir vorbeigesprungen? Hier, Stun. So, ach, der war das. Check. Ja, genau, so quasi. Oh, da ist was. Stun. Im Prinzip, als ob man einfach nur so einer Fliege hinterherjagt, die man gerade gespottet hat. War jetzt wirklich nicht optimal. Dadurch hatte halt Syrin einfach freie Bahn und trotz des Sonias, was er halt momentan erst recht nicht gebraucht hat, konnte er da super viel Schaden anrichten. Aber trotzdem verlief der Kampf jetzt nicht komplett einseitig. Also Rocket konnte da auf jeden Fall relativ gut antworten. Wir sehen es. Unlimited hat seinen Flash benutzt, Syrin hat seinen Flash benutzt, Airwax ebenso. Also das war auf jeden Fall noch akzeptabel. Der nächste Drache wird allerdings auch ohne weiteres... Boah, Moment, oh, sie müssen sich beeilen. Sie müssen jetzt richtig, richtig schnell sein. Dass sie den sicher bekommen, ist es nicht. Draven Ulti ist schon mal am Start. Sie kriegen ihn auf jeden Fall. Nidalee sei Dank. Das hat den Sprung gefailt und musste rüberflashen. Ist gegen die Wand gesprungen. Ärgerlich. Aber Drachen hatte bekommen. Wichtig vor allen Dingen, weil es der erste war. Aber nun ist die Frage, wie hart wird Kopenhagen-Wurfs antworten? Die Botlane haben sie bereits komplett eingerissen. Die Fokussierung könnte auf die Midlane kommen. Soren sehr, sehr lang festgehalten. Kriegt jetzt alles ab und Stundenglas. Wo war es denn? Hat wahrscheinlich nicht mit dem Flash von Overpowder gerechnet. Hatte auch keine Vision. Aber na genau, in so einer Situation wäre das Stundenglas auf jeden Fall praktisch gewesen. Hätte dann auch mit seiner Ulta wahrscheinlich sogar wegkommen können. Von daher hier, ja, nicht ganz so effektiv den Itembild, den er da gegangen hat. Und Rocket ist auf jeden Fall weiterhin aggressiv. Also, das ist immer ganz wichtig. Auch wenn man hinten ist, man darf sich nicht klein kriegen lassen. Man muss weiterhin aggressiv spielen. Ja, und die Kralle geht offensiv auch rein. Aber Young war viel zu tanky. Vor allen Dingen stark gemacht. Er hat sein W benutzt, um der dunklen Bindung zu entgehen. Jetzt muss er sich aber prügeln, damit er jedes Mal noch maximales Leben erhält. Aber es wird nichts. Drei Mann sind doch zu viel. Davon zwei Carries. Absolut tödlich für den Baum. Und die kleinen Fehler. Ja. Und das Problem ist auch, drei Leute von Rocket befinden sich auf der Botlane und Kopmangus nutzt diese Zeit, in der sie auf den anderen Lanes eigentlich eine Überzahl haben, überhaupt nicht aus. Wir sehen Jarvan, der auf der Toplane farmt, Morgana, Freeze, der in der Base ist, Syrin, der tot war. Also, ja, das ist nicht optimal, wenn man wirklich so viele Ressourcen auf eine Lane
schmeißt, wie Rocket das gerade getan hat, dann muss das andere Team einfach irgendwie antworten. Sei es ein Counter-Jungle, sei es ein Push auf irgendeiner Lane, um CS zu denyen, aber irgendwas muss da kommen. Sonst ist so ein 5000-Gold-Vorteil ganz schnell mal wieder weg. Ja, und bezogen auf Airwakes Methode da oben zu pushen, das hat ja jetzt ja nichts gebracht, außer dass seine Vasallenwelle noch größer wurde und Overpower jetzt einen ordentlichen Batzen Gold bekommt und damit an Youngbug auch vorbeizieht. Und er hat bald das Stundenlass und der Vorteil, den sich die Wolves erarbeitet haben mit den zwei Core-Items, ist jetzt weg. Ja. So gut wie weg. Ich denke auch, wenn Youngbug hier die Base aufsucht, seine Farm ist jetzt nicht übertrieben, bezogen auf sein Team natürlich schon. Wenn er das Trinity Force hat, wenn er die Stärke der Einigkeit mit sich trägt, dann wird es halt schmerzhaft. Denn er ist dann, ja, hat er jetzt auch fertig bekommen. Hat aber noch nicht sein Mana, Muramana, nach 25 Minuten. Das ist ja, man muss ein was bedenken. Er ist super spät in die, zum ersten Mal in die Base ja, und hat er halt sofort das Mana. Das was stimmt. Nicht schlecht ist, du kriegst seine Stacks schnell, aber du hast vorher nicht die Träne quasi weiter bearbeiten können. Man will halt spätestens, wenn man das Trinity Force hat, auch das Muramana haben. Denn jetzt muss er im Prinzip noch... Gold ist ja was du sowieso lange ansparen musst quasi. Das kannst du nicht mehr beschleunigen, als perfekt zu lasteten. Aber den Muramana-Stack, den willst du halt wirklich im Prinzip vor deinem Trinity haben, dass du diesen Trinity-Muramana-Power-Spike einfach sofort ausnutzen kannst. Denn jede Sekunde, die er jetzt weiterhin farmen muss, ist im Prinzip verschwendete Zeit. Ja, wir haben leider nicht die Möglichkeit, mit der Maus über diesen Gegenstand drüber zu gehen. Nuke-Duck, ich will nicht sagen, er muss verhalten bleiben. Das Ding macht ja trotzdem Schaden ohne Ende. Also ja. Das ist schon sehr, sehr kosteneffizienter Gegenstand. Schöner Black Shield. Woolite wird aber trotzdem von Airwakes erfasst. Er überlebt das Ganze. Wird nochmal geultet werden. Und da ist der Tank. Youngbug ganz weit vorne, dort, wo er auch sein schöner sollte. Schöner Nuke-Duck. Das war wichtig. Der Speer wäre auf jeden Fall tödlich gewesen. Aufpassen, Freeze. Ja, der war auf jeden Fall aggressiv, will hier Blut. Ja. Entscheidet sich nicht zu flashen. Aber schöne Eröffnung. Also Airwakes, das machen mittlerweile die Jarvan-Spieler sehr, sehr gerne. Die springen einfach rein und dann verziehen sie sich. Sie wollen halt wirklich nur die Ultimate dort platzieren, um auch genug Chaos reinzubringen. Und war okay, sie haben jetzt einen bekommen, aber auch Youngbug sei Dank. Dass er jetzt die Frontline bilden konnte, der guten Schaden gemacht hat. Mit dem, also wenn man erstmal nur mit ein, zwei Gegenständen dabei ist, ist das Zeitalter auf ihm wirklich noch sehr, sehr kräftig. Später fällt natürlich der Schaden in den Keller. Aber dafür hat er seine Kollegen. Ist natürlich aber auch eine Ansage, gegen eine Doppel-AD-Kombination sowohl auf die Merkus-Schuhe als auch auf das Banshees zu gehen, also oder vielleicht auf die Spirit Visage. Das heißt halt wirklich, ihr AD-Carry seid mir egal quasi. Ich glaube, dass er wird sich als nächstes trotzdem für das Randuin zurück wahrscheinlich entscheiden. Vielleicht sogar direkt für den Dornpanzer. Denke ich aber nicht, weil sowohl Corki als auch Esriel sind halt eher auf ihre Zauber ausgelegt. Da sollte der Dornpanzer nicht ganz so effektiv sein. Wobei der Esriel Kuya als Autotech mehr oder weniger zählt. Es haben sich schon einige Esriel selbst umgebracht. Oh ja. Ich bin safe, cute. Das war natürlich für diese Spieler sehr, sehr ärgerlich. Gelernt wurde aber draus. Die Frage ist, ob man diesen Lerneffekt im Eifer des Gefechts noch umsetzen kann. Du hast erwähnt, Dornpanzer, eine aggressive Möglichkeit. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir einfach wieder früh die Varmox-Rüstung sehen. Immer, immer beliebter dieser Gegenstand, um einfach nur diesen Initialschaden zu überleben, den aktuell Double AP-Comps einfach mitbringen. Man kann es jetzt ja von Rocket nicht sagen, dass sie da eine haben, aber allein schon die Double Trinity-Variante ist ähnlich. Es ist sehr, sehr viel auf einmal. Ja, man entscheidet sich auf jeden Fall seitens Airwax höchstwahrscheinlich für die Varmox, hat hier sowohl den Gürtel des Riesen als auch den Rubinkristall. Yep. Bei Youngbug sieht es eher wie ein Randuins aus, könnte natürlich auch noch das gefrorene Herz werden, aber ich denke, Randuins wäre da sinnvoller, weil wie schon erwähnt, beide AD Carry ist jetzt nicht so abhängig von Attack Speed. Nein, definitiv nicht. Wobei, es sind zwei. Es ist allein schon, dass es zwei das sind, stimmt, ja. Ist schon, wirkt schon lecker, aber Man muss halt immer wieder bedenken, wie sie vorgehen werden. Und es kommt halt alles über den Trinity Proc. Und der ist nun mal stark. Also auch sollte es zu irgendwelchen Situationen kommen, was das Backdoor oder den Base Race angeht, dann wird Rocket glänzen ohne Ende. Also wie gesagt, Double Trinity, das ist das Schlimmste auf der Welt. Sieht schon Youngbug, der spammt alles, was er kann. Jetzt hat er es geschafft. 28 Minuten, das ist wirklich sehr spät. Aber er hat so lange überleben können. Sie haben natürlich einen epischen Gold-Nachteil, muss man sagen, aber es wirkt nicht so schlimm. Das stimmt. Hat natürlich auch den Vorteil, dass, wie schon erwähnt, beide Tanks noch nicht so viel Rüstung haben. Das heißt, jetzt kann er anfangen, auch wirklich denen Schaden zu machen. Sören hier währenddessen auf der Lauer muss... Ja, man geht relativ aggressiv und Youngbug jetzt hier unterwegs, das könnte gefährlich werden für Rocket. Kommt hier angerannt, sofort Arcane Shift benutzt. Viel Schaden. Hier ganz alleine wird vom Cataclysm erfasst, das war's. Da musste die Kugel noch nicht mal zurückkehren. Der Schaden von Airwake super hoch und eine Katze kann da nichts gegen machen. Sie hat keine Defensivwerte, wird also sofort mitgenommen und
Das ist der dritte Drache für Kopenhagen Wolves und das kommt denen natürlich ultra entgegen. Laufgeschwindigkeit für Freeze-Granate, für Young Bucks. Sie kommen schneller ran. Young Bucks eventuell sogar noch in der Lage, den Turm noch zu halten. Gegen Trinity, okay. Na, gegen Trinity ist zu krass. Da haben wir es gerade gesehen. Das ist wirklich absurd, wie schnell da so ein Turm einfach fällt. Aber wir sehen auch Jankos, der fällt genauso schnell. Also Nidalee wirklich absolut null tanky. Erex, der hier wirklich nur das Warrior-Enchantment hat, macht da so viel Schaden. Hat die und der Nidalee Turm, der Turm wird eventuell fallen. Ich bin mir nicht sicher, ob Young Bucks Teleport das verteidigen kann. Teleport wurde abgebrochen. Naja, jetzt sehen wir schon, dass der Baum da im Weg ist. Wulet hier im 1 gegen 1. Soran hat aber seinen Stundenlass. Sollte es nicht vergessen. Wirklich in letzter Sekunde hier nochmal aktiviert. Gut mitgenommen. Die Frage, will er sich Overpower stellen? Er hat noch seine Ultimate. Turm hat man auf der Botlane bekommen. Da kann Nuketag nichts machen. Er hat keinen Wave Clear außer seine Ultimate. Und die war auf bereit. Cooldown. Genau. Ja. Hat auch Young Buck sehr, sehr gut gemacht. Hat er das Teleport von Overpower unterbrochen. Hat zwar, wie es aussah, nee, hat sein eigenes nicht benutzt. Hat es etwas vorher auf die Toplane benutzt, um eben da ja, den Turm versuchen zu verteidigen. Hat ja nicht geklappt. Aber Kopman Wolves macht alles richtig bisher. Die Ezreal Ult geht ins Nirgendwo. Ich glaube, es wurde gerade ein bisschen vorgespult. Die ist das grade, war irritierend. Ja, das war gerade. Wir müssen euch vorstellen, wir arbeiten ja, wie gesagt, mit dem Cleanfeed. Ihr könnt ja offensichtlich die Kommentatorenstimmen nicht hören. Und da wird manchmal etwas vorgespult. Oder zurückgespult. Ist nicht schlimm. Das ist keine Tragödie. Wichtig ist, dass das Bild knusprig aussieht und wir auch vom Ton her eigentlich sehr, sehr gut bedient. Genau wie Kopman Wolves, was ihren Goldhaushalt angeht, immer noch 5000 vorne, haben eine gute Turmsituation und ihre Rotation könnte jetzt unterschiedlich sein. Entweder das Slowpush auf der Botlane, was den Baron einfacher macht, weil irgendjemand muss abgezogen werden, oder man geht sogar direkt zur Botlane und nimmt den nicht mit und danach den Baron. Weil Botlane-Inhibitor, wenn der fehlt, dann ist der Baron schwerst mehrfach gefährdet. Ja, und gerade mit dem Draven. Draven hat halt so viel Schaden am Baron. Es ist auch, es gibt einen interessanten Punkt am Baron, direkt hinter dieser kleinen Mauer, die sich da noch preisgibt. Wenn man sich da als Draven hinstellt, dann fällt die Axt immer exakt unter ein. Das heißt, man kann mit drei Äxten jonglieren und halt den maximalen Burst beim Baron raushauen. Das ist wirklich, ich würde fast sagen, dass von den Champions, die kein Blade of the Ruined King bauen, ist Draven der AD-Carry mit dem meisten Schaden am Baron. Einfach genau. Aus diesem Grund. Gerade wenn man kritten soll. Mal kurz, ganz kurz sehen. Denn die Vasallen haben jetzt echt null Rüstung so. Aber da kamen jetzt einfach mal ganz knackige über, also ganz knackige 1000 Schaden. Ja. Und am Champion sind es natürlich weniger. Trotzdem aber trotzdem richtig viel. Ja, es ist insgesamt viel, weil keiner geht Defensivwerte. Ja, man hat. Oh, Soren, ihr hart im Fokus. Schafft Soren Stundenlass. Die Frage ist, kommt der mit der. Oh Gott. Der Speer hat nicht getroffen. Kein Assist also oder kein Kill für Jankos. Trotzdem wichtig, man konnte ihn sofort vernichten. Und das reicht halt auch aus. Also er muss halt das Stundenlass super perfekt timen. Ja, also man hat es ja gerade gesehen, man muss wirklich kurz bevor die Morgana-Ult quasi das zweite Mal ausgelöst wird timen, sonst wird man da trotzdem noch gestunt und hat einfach keine Chance irgendwie wegzukommen. Währenddessen, Freeze geht in Richtung Baron, also wir haben es gerade angesprochen. Ist auch dieser Punkt, wir sehen es, die Äxte immer exakt unter ihm gerade nicht, aber in den meisten Fällen muss er sich da wirklich wenig bewegen. Hat hier auch nur, wie es aussieht. Ein bisschen Bewegung ist ja also auch hier gar nicht. Normalerweise so hier direkt unter dieser kleinen Wand da kann man sich hinstellen. Er scheint es nicht zu wissen. Muss ich ihn wahrscheinlich nochher nochmal. Musst du ihn auf jeden Fall nochmal kurz briefen? Ein bisschen coachen, ja. Also, aber Fakt ist, dass sie den zu zweit erledigen. Jetzt wurden sie kurz gespottet. Man beeilt sich auch mehr. Da werden nochmal die Äxte ausgepackt. Der Text wird hier nochmal dramatisch höher. Die Frage ist, wie viel überleben den Baron Buff? Wie viel können ihn mitnehmen? Ganz wichtig, das Opa hat keine Ultimate gehabt. Na, er hat sie auf Soren benutzt. Er konnte jetzt keinen irgendwie länger festhalten und damit töten. Turm wird man zwar verlieren, ich denke, das ist aber ein milder Preis für den Berg. Ja. Aber wie du schon erwähnt hast, wann das Ultimate auf Cooldown, Overpower Ultimate nicht dabei. Das sind die einzigen zwei Engage-Möglichkeiten, die Rocket überhaupt hat. Sonst haben sie gar nichts, sonst haben sie nicht mal CC. Sie haben nur puren Schaden und keine Tankiness, sehr, sehr wenig CC. Das wird gefährlich, gerade gegen den Draven, der super gut im Spiel ist. Und Young Buck, wir haben es halt vor uns ganz kurz angesprochen, er geht halt doch aufs Frozen. Ja. Also das gefrorene Herz, es ist kein schlechter Gegenstand. Auch alleine schon, das muss man einem ebenfalls erwähnen, die Abklingzeit von 20% das ist stimmt, ja. Zucker einfach nur auf Maokai, weil er dadurch natürlich eine höhere Effektivität im Kampf mitbringt. Fokussierung mit dem Baron verläuft interessanterweise Richtung Toplane. Also man nimmt sich jetzt hier den Blue Buff mit. Ich weiß nicht, ob man... Wow, der arme Blue Buff. Der kriegt ja von Freeze auf jeden Fall guten Schaden. Soren aber derjenige, der ihn nochmal mitnimmt. Ja, es ist jetzt so dieser Knackpunkt, wo einfach nur Draven komplett ausrastet, wenn er die Zeit hat zum Angreifen. Kann sich jetzt hier auch einfach mit dem Blutwisser ausstatten, weil halt keine Rüstung vorhanden ist. Natürlich ist Lassus immer eine gute Kombination zusammen mit dem Yumus, weil man halt diese prozentuale Rüstungsdurchdringung hat und dann nochmal diese direkte, da macht man wirklich sehr, sehr viel Schaden mit. Aber wenn die Gegner keine Rüstung haben, dann lohnt es sich einfach nicht. Und generell Lifesteal ist auf Draven halt einfach doppelt effektiv quasi, weil halt der Q so unglaublich viel Schaden macht. Ja, man kriegt da wirklich ganzen Batzen Leben wieder.
Muss natürlich vorsichtig sein, das ist auch der einzige Nachteil am Heal. Aber wenn man sich selber heilt, im Eifer des Gefechts, da ist der überschwörer Zauber ja da, sind alle Heal-Effekte für einen dramatisch reduziert. Und zwar alle? 50%. Ja. Ich hab mich nochmal da belesen, es ist wirklich sehr schlimm. Okay. Today I learned, auf jeden Fall. Das wusste ich bisher noch gar nicht. Natürlich der Cooldown 30 Sekunden. Wow, okay. Das ist natürlich extrem unangenehm eigentlich für einen AD-Carry, der ja eigentlich mit seinem Lifestyle arbeiten will. Ja, das ist natürlich... Das ist der Preis des Heals. Ja. Aber muss man durch. Aktuell belagern sie die Botlane. Die Rotation finde ich auch viel schöner als Top. Also sie haben den Blue Buff jetzt mitgenommen. Finde ich dreist, okay. Aber viel Zeit auch für den vom Baron verpuffen lassen. Hat sich jetzt auch, oder wird sich auch bald verabschieden. Ist jetzt hier Soren der einzige nicht ausgestattete damit, weil er, wie gesagt, vorher gestorben ist. Aber man traut sich erstmal noch nicht weiter rein. Der Schaden mit Raven wäre sehr, sehr hoch, aber die Reichweite ist zu gering. Jetzt Youngbuck hier mit der Ultimate dabei. Zack, zack, zack. Mit der Geisterklinge natürlich der Inhibitor sofort gestorben. Man wagt noch nicht mal den Fokus auf Unlimited. Youngbuck mit der Ultimate konnte wirklich viel Schaden kompensieren. Soren hier aggressiv Nuketa gegenüber. Beide flashen. Versuchen dann natürlich wegzukommen, aber Soren... Na gut, beide sind ohne Flash noch halbwegs stabil. Ja, man merkt aber auf jeden Fall, kommt man gut, hat trotzdem noch Respekt vor der Komposition von Rocket. Also da ist halt wirklich super viel Schaden. Wenn da im Prinzip jeder Poke sitzt, also wenn da ein S-Q zusammen mit einem Nidalee-Q, einer Corki Ultimate sitzt, dann sind das schon mal 60-70% Schaden, die da Sören kriegt. Also Rocket hat die Möglichkeit, da noch was zu reißen, aber es ist auf jeden Fall... Oh, free... Oh Gott. Oh, der Teleport. Das war Bruderhilfe, ne? Er wollte wirklich nur sagen... Fass ihn an und du bist tot. Ja. War wirklich sehr, sehr schön. Freeze hätte dann auf jeden Fall den ein oder anderen Beschwörerzauber in dem Moment verloren. Aber Kopenhagen-Wolf, sehr, sehr aggressiv. Soren schnell, zack, Wunderheit! Wurde sofort mitgenommen. Der wurde komplett überrascht. Genau wie unser Cleanvieh gerade. Hat sich hier, der kam einfach mit dem Schaden nicht zurecht. Wurde jetzt aber locker mitgenommen. Und dafür ist auch Ludo wirklich hervorragend. Ne? Ja. Alle sind schneller, sei es der Tank oder der Assassin. Die S4-Ulti macht halt gar keinen Schaden. Hat sie jetzt hier auf Youngbuck benutzt. Der fühlt sich auf jeden Fall geschmeichelt. Und der Flash kommt rein. Oh, will hier dazukommen. Schöner Black Shield auf jeden Fall, um das zu verhindern. Guter Schaden hier von Overbow. Die Leute sind relativ low. Freeze muss sich zurück. Den Halt dann nochmal dagegen in letzter Sekunde. War aber auch der... Also er hat sich auch an Overpower gut hochgehalten, muss man das sagen. Das stimmt. Das wäre auf jeden Fall sonst der Tod gewesen. Das waren einige grausame Auto-Takes, die da durchgekommen sind. Eigentlich eine gute Idee, aber Overpower hat es nicht mal ins Stundenglas geschafft. Man hat das jetzt genau so beschützt. Und die Tower-Aggro, wie gesagt, das war nicht schön. Nee. Kam aber noch weg. Wär auch kein Shutdown gewesen, nur ein kleines bisschen Bonusgold. Aber ich will nicht wissen, wie viel Stacks der Kollege wieder gesammelt hat. Also Freeze hat sich jetzt auch mittlerweile mit der Schärpe ausgestattet. Nun wird es ultra grausam. Ist einfach die sichere Variante. Aber trotzdem, sehr, sehr schöne Ultimate von Overpower. Konnte da den Turm nochmal überleben lassen. Und Freeze, ja, es war extrem ärgerlich. Vor allem, wenn man halt als... Im Prinzip war der Grund, warum er Turm-Aggro bekommen hat, ja, weil... Youngbuck so weit reingegangen ist, dass der Turm überhaupt nicht mehr in Reichweite war. Dann hat er sich natürlich das nächstbeste Ziel gesucht. Und war Overpower. Unglücklicherweise eben Freeze. Und ja, aber Rocket bleibt trotzdem stand. Da sind jetzt natürlich 7000 Gold hinten. Und das Problem ist der fünfte Drache natürlich. Den Kampf muss man einfach eingehen. Und gerade mit so einer Komposition, die Rocket hat, wollen sie eigentlich keine direkten Kämpfe machen, sondern halt versuchen einfach so lange wie möglich aggressiv zu poken. Und gegen den Drachen, wenn Kopman Wolf sagt, wir starten den Drachen, dann muss Rocket sagen, okay, wir gehen rein. Und mit der Komposition, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, gerade mit dem Dual-Defizit. Nidalee will ohnehin nicht gerne hinten liegen. Nee. Und hat da Probleme, zurückzukommen, außer sie hat, wie gesagt, offensichtliche Fehler gemacht. Aber Fehler werden eher von Catch-Kompositionen bestraft, als von sowas hier. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Auch finde ich die Entscheidung von Jankos völlig irritierend, dass er auf das Höllenzepter nun gehen möchte. Es passt in die Komposition, in Anführungszeichen, weil magischer Schaden dabei ist. Allein schon von Overpower. Aber es ist weit außerhalb der Sperrreichweite. Ja, das macht halt bei der Kombination wenig Sinn, denn er will im Prinzip gar nicht reingehen. Generell das ganze Team von Rocket will eigentlich nicht reingehen. Zumindest nicht, solange da nicht viele Mitglieder von Kopman Wolf Low gepokt sind. Macht ihn natürlich nochmal ein bisschen tankier gegen die Ari und gegen Maokai, aber ich bezweifle, dass Warum er da Nahkampf, noch... Ja? Ich bezweifle auch, dass er selbst mit dem Höllenzepter eine Rotation von Soren überleben wird. Schön gut gemacht von Eriks, nochmal den Schild für das ganze Team ausgepackt. Man zieht sich zurück, mit Lulu geht das einwandfrei. Soren fängt sogar das ein oder andere Q ab. Guten Schaden auf jeden Fall, der Nuketag. Ja, na, heilen wird er nicht, er hat auch schon seinen letzten Atemzug zur Verfügung. Hatte dieses angebläute Bild, hat er auch hier seinen blauen Trank nochmal genommen, um wirklich die Ablinkzeit nochmal ein Stück weit zu reduzieren. Aber es sieht halt nicht gut aus. Es ist ein sehr langsames Spiel, sind wir EU gewöhnt.
In, sagen wir mal, so 4 Minuten wird doch dann der letzte Drache für Kopenhagen Wolves zur Verfügung stehen. Und sie spielen das locker runter. Also, sie lassen witzigerweise Airwax halt split pushen. Das ist schon das zweite Mal, dass er so oft allein oder an sich alleine ist. Das ist halt der sicherste auf jeden Fall, der einfach, egal was passiert, auf jeden Fall wegkommt. So ein Freeze ist zwar im 1 gegen 1 stärker, aber dann, wenn da so eine Lissandra Ult mal auftaucht, halt relativ hilflos, trotz der QSS, einfach da wegzukommen. Von daher kann man machen auf jeden Fall. Sollte hier relativ wenig Relevanz haben. Aber es ist im Prinzip auf Hälfte Leben, macht ihn etwas schwächer. Kann auf jeden Fall den einen oder anderen schwer weniger tanken. Und Kopman Wolves begibt sich in Richtung des nächsten Barrels. Sie kann Draven inzwischen schon fast alleine machen. Ja, sieht ja schon zack, zack, zack. Wie viel? 500er Crits am Baron. Das ja. Ist auch nicht schön für das Wesen. Jankos hier leicht fokussiert. Kommt dann nochmal mit dem Flash davon. Black Shield war auch wichtig. Halt doch ordentlich gegen. Also das ist ja wie gesagt der große Vorteil. Und sie können es halt noch nicht richtig ausspielen. Sie haben eigentlich so viel Poke zur Verfügung. Wenn dann mitgenommen, kommt ohne Ultimate zünden zu können. Jetzt kommt hier noch Overpower dazu. Friert die Leute gut ein. Kann das jetzt ebenfalls viel Schaden. Man muss jetzt hier versuchen, irgendwie noch was zu machen. Immer noch Youngbug am tanken. Macht das hier sehr, sehr gut. Weiß genau, wann er sich zurückzuziehen hat. Flash natürlich nicht mehr zur Verfügung. Also die Wolves mussten ganz pushen. Schön einstecken, aber das ist halt das... Oh, die Vasallen sind sogar hinter dem Inhibitor, sollten vielleicht umdrehen, um den zu töten. Das ist jetzt sehr, sehr gefährlich. Ein Auto-Attack gegen Kulite. Macht wirklich extrem Schaden. Nukedar kommt dann nochmal davon, dank des Flashes, aber für mich wie hat gesagt, aber auch Flash. Also, geht nicht aggressiv. Will er wirklich safe spielen, also... Das ist aber eine gute Entscheidung, weil Youngbug kommt hier mit 2000 km/h, aber Nukedar mit der Abklingzeit sehr... Sehr mobil, Wulite wird ebenfalls nochmal in Ruhe gelassen. Die Inhibitoren viel attraktiver gerade. Ja. Nimm jetzt hier den in der Mitte mit und der auf der Bot, den wird ebenfalls nicht gehalten werden können. Freeze muss noch schauen, er hat seinen Mana aus, das ist eine Katastrophe. Hat gerade 1200 Gold von der Passing bekommen. Also wird jetzt wahrscheinlich den 6 Infinity Edges direkt kaufen können, gefühlt. Also das letzte Item sollte auf jeden Fall direkt komplettiert werden. Youngbug muss jetzt ja aufpassen, dass er da nicht gecatcht wird. Aber er ist auch so tanky. Rein, aber, ja. Der kriegt hier die Sperre aus voller Reichweite ab und es passiert einfach gar nichts. Er rennt jetzt hier gemeinsam mit Unlimited völlig entspannt davon. Das ist auch, das ist, und das war es jetzt quasi schon so gut. Also Kopenhagen Wolves sammelt sich erneut, kauft nochmal ein. Du hast es halt erwähnt, das Gold von Freeze ist astronomisch hoch. Wenn er das Spiel jetzt gewinnt, hat Draven immer noch eine 100% Winrate. Ja. 3 Spiele, 3 Siege. Hat sich jetzt auch für den Last Whisper entschieden. Ist fast ein bisschen irritierend, weil halt, wenn wir mal Rockets Itembild anschauen, es gibt einen einzigen Champion, der Rüstung hat und das ist Overpower. Oh, der wird jetzt aggressiv auf Unlimited, der mit dem Speer vernichtet wurde. Hat es nicht nochmal auf die Ulti geschafft, aber jetzt kommt der Rest dazu. Soren, guter wow. Grundschaden hier. Nuketag festgehalten, Freeze, ein Auto-Attack. Genügt da, nimmt ihn da locker aber mit. Aber 2 für 2 getradet. Also ja, na, Unlimited hat seine Ulti nicht mehr geschafft, auch Airwax wieder der Klassiker. Cataclysm tot. Ja. So, da oder raus im besten Fall. Jetzt, oh Gott, wow. Oh Gott, der Schaden, unnormal. Passiert natürlich im Late Game. Wulite will hier noch den Red Buff haben, kriegt er noch nicht mal. Freeze aber von hinten hier unterwegs und das sollte es eventuell gewesen sein. Entscheidet sich einfach, die Minions oh zu pushen. Oh Gott, 1600er Crits ja, gegen das Minions. Wirklich, das ist wirklich brutal. Ich habe fast überlegt, man hätte sich anstelle von Freeze vielleicht sogar für das Trinity Force entscheiden können. Und man super gemacht, Youngbug. Zwingt sie einfach, dass sie nicht in die Basis gehen können und Sören und Freeze beenden hier einfach das Spiel. Killt sogar den Korb, ja, also richtig gut gemacht. Das war's hier. Wahrscheinlich, ja, keine Chance. Ja, definitiv. Morgana nicht mal in der Lage, überhaupt in die Basis zu gehen. Wird hier noch gechased. Das ist der Sieg für Kopman Wolves. Super gut gespielt und Freeze aktuell ein Monster. Ja. Ne? Der hat ja schon, also wer ihn in der Fantasy League hat, G.